Ey, yo, Team Skull, was geht ab? Ich werde euch jetzt Hip-Hop-mäßig kaputt klatschen. Und da, meine Friends, willkommen zu einer weiteren Pokémon Sonne und Mond Demo Video. Guys, gegen den guten oder gegen die gute Fran kämpfen wir jetzt oder haben wir es vorzukämpfen? Spaß beiseite, Guys. Wir sind nicht von Team Skull und deswegen werden wir natürlich die gute Fran jetzt etwas massakrieren. Du siehst also aus, so siehst du also aus. Du wirkst wie jemand, der weiß, was er tut. I do not care. Alter, sie haut einfach ab, oder was? Ich hab ihr mit meinem krassen Outfit gezeigt, wer der Boss ist. Zero of Time, Level König. Sis, du kannst doch jetzt nicht einfach abhauen. Was wird denn aus unserer Rache? Jo, ohne dich sehen wir echt alt aus. Lass uns sie bitte nicht hängen, Sis. Alter, wie sie grinst. Wie ihr wollt. Rache ist süß und Teil meines Jobs. Jetzt kommt Kukui. Ich klär die, Alter. Son, nur keine Angst. Ich hab keine Angst, Alter. Das Pikachu, das ich dir gegeben habe, kann die Z-Kraft benutzen. Aber vergiss nicht, dass du sie pro Kampf nur einmal einsetzen kannst. Oh, das wusste ich gar nicht, dass man sie nur einmal einsetzen kann, okay? Lässt du sie mit Quajutsus Wasserschuriken baden gehen oder verpasst ihr eine satte Was? Baden gehen oder verpasst du ihr ein... Achso, ich kann mir aussuchen, mit was ich kämpfe, meint er damit. Achso, klar kämpfe ich mit Pikachu, Alter. Was ist das für eine Frage? Er wird gleich nur einen einzigen Tipp brauchen, und zwar, wie man mit einer Niederlage umgeht. Eiskalt. Mein Fräulein, Kajal um die Augen, der weiß es. Das ist aus der Mode. Und deswegen wirst du jetzt mit der letzten Herbstkollektion rausgeworfen hier. Hast du eine Special Music hier? Bist du etwa so special, dass du Special Music hast? Hat sie sogar, Fran. Okay, Frau Fran. Golbat. Pikachu. Super Effective. Z-Move. Ich würde sagen, Fran, du gehst jetzt ganz schön baden. Kampf! Z-Kraft! Giga-Funken-Salve! Das heißt, man kann sogar mehrere Sachen hier haben, oder wie ist das? Kann man kurz lesen? Oh ne, man kann gar nicht lesen, was es kann. Okay, wir machen! Und Feuer frei, Pikachu! Alter, kommt richtig aggressiv, ey. Pikachu nimmt all seine Kraft zusammen und setzt die Z-Attacke ein. Giga-Volt-Funkensalbe! Ich würde nicht in Golbat zu Hause kämpfen, ich stehe gerade. Oh, shit! Golbat wurde nicht besiegt, sondern getötet. Na gut, ich gebe es zu, du hast gewonnen. Gewonnen? Gewonnen? Ich hab dich... gebumst! Also jetzt das Golbat, ne? Ihr wisst, was ich meine. Wie war dein Name noch? Sun, Respekt, du hast es echt drauf. Aber bei unserem nächsten Treffen kommst du nicht so leicht davon. Nur, dass du weißt, ich freue mich schon auf ein Wiedersehen. Jetzt hör mal gut zu, du Knalltüte. Du kannst echt vom Glück reden, dass unser Sis Mitleid mit dir hatte. Aha! Mitleid! Glaubst ja wohl selber nicht, du Honky Tonky da, ey. Was geht ab bei dir? Was geht ab bei dir? Oh, Pikachu sitzt auf unserem Kopf so richtig sweet. Ey, das war echt eine astreine Vorstellung. Und natürlich auch dir vielen Dank, dass du Sun geholfen hast, Pikachu. Voll sweet, Alter. Okay, er ist jetzt wieder bei Kukui. Du hast echt total drauf, Sun. Sun, aus dir wird mal ein ganz großer Trainer. Wie du den Pokémon ihre Kraft entlockst und die fantastischen Attacken da einsetzt. Einfach sagenhaft. Ich will auch ein großer Trainer werden. Dann solltet ihr euch bei der Inselwanderschaft am besten mächtig ins Zeug legen. Hey, Sun! Jetzt, wo wir die Prüfung hinter dir... jetzt, wo du die Prüfung hinter dir hast, kann ich dir den Malasada-Laden zeigen. Okay... Eine tolle Idee und ein Willkommensgeschenk geht alles auf meine Rechnung. Achso, und als Willkommensgeschenk geht alles auf meine Rechnung. Okay, wow, cool. Das heißt, er bezahlt alles für uns. Finde ich klasse. Wow, klasse. Dann sollten wir auch Suns Mutter mitnehmen.
Mikukui auch eine Begleitung hat wahrscheinlich. Ich werde alle Malasadas in dem Laden verputzen. Was sind das für Viecher, Alter? Bis auf die letzten Krümel. Eckenrestaurant wohl. Ah, alles klar. Und wir saven das erste Mal, dass ich gespeichert jetzt bei der Demo. Ich habe sonst immer nur den Gameboy weggelegt. Oh, oh, shit! Wow. Wow. Mehr Abenteuer erwarten dich in der Vollversion. Wow. Erhältlich ab dem November 2017. Wow. Leute, noch nicht abschalten. Noch nicht abschalten. Das Spiel geht natürlich noch weiter. Und wir schauen uns mal ein bisschen hier um im Spiel. Wow, der Trailer war am Ende echt flashend. War flashend. War cool. Hat mir gefallen. Hallo San, nochmal Glückwunsch zur bestandenen Prüfung. Hier ist das ermöglicht dir Pokémon zur Fortbildung zu nutzen. Ich habe mir schon gedacht, dass wir irgendwas bekommen. Pokémobile-Funk! Damit können wir auch Glurkensoos rufen, ne? In Alola lassen sich die Menschen von Pokémon durch die Gegend tragen und beim Durchqueren von unwegsamen Gelände helfen. Okay, du solltest es unbedingt selbst ausprobieren. Und in Windeseile auf einem Pokémon durch die Gegend düsen, während es dabei beruhigt Felsen zertrümmert. Tauros kann nun per Pokémobile-Funk herbeigerufen werden! In der Bedienungsanleitung steht, mit dem Y-Knopf aktivierst du den Pokémobile, mit B kannst du Taubos aktivieren und Rambok einsetzen. Geil! Ich würde sagen, laber nicht so viel Kukui, wir wollen jetzt zum Tenkakarat-Bügel und dann wollen wir da Taubos einsetzen. Huh! Und es stand in den Kommentaren, dass irgendwo da ein PC fehlte. Ich guck mal nach. Irgendwo sagte jemand, dass hier kein PC ist. Ich glaube, das haben die mit Absicht wohl gemacht, oder? Ist das hier der PC? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist hier wirklich kein PC. Da hatte derjenige recht in den Kommentaren. Deswegen danke, dass du mich darauf hingewiesen hast, dass ich nochmal hier nachgucken konnte. Und was auch in den Kommentaren stand, Leute. Soll ich mein kommendes Let's Play... Ich rufe mal Tauros. Wow! Voll geil! Einfach so... Und dann... Rambos! Wer braucht Turbotreter? Wer braucht ein Fahrrad? Hey, Chicks, seht ihr mein geiles Tauros? Ich treffe mich hier in 5 Tagen mit jemandem. Okay, darauf freue ich mich so sehr, dass ich etwas früher für einfache Stelle gekommen bin. Mein Retter ist in der Not. Eine Superkraft. Okay, kann man hier wirklich Leute treffen in 5 Tagen? So, ist das so einprogrammiert, dass man die Demo jeden Tag spielen kann und immer was Neues hier kriegt? Sprich einfach den älteren Herren dort hinten an, wenn du... zum Hügel. Ja, chill mal. Wir müssen noch ein bisschen rumreiten. Alter, Schock total. Aber alles ist echt besser als ein Fahrrad oder so, oder? Das ist doch mega cool. Können wir auch gegen das Auto rennen. Weg da, Madame. Ich muss gegen das Auto. Nee, man kann es nicht zerstören wie GTA. Ah, mir bereitet es Freude, meinen geliebten Pokémon mit der Bürste zu pflegen. Ich habe es gelesen, mit den Brüsten zu pflegen. What? Okay, ich lese auch nur das, was ich lesen will, höchstwahrscheinlich. Anyway, guys. Mama. Mann, Zero, du wurdest schon wieder geblitzt von dem Tauros. Mann, ich hab doch gesagt, reit nicht so schnell. Oh, wenn das mal nicht mein kleiner Sun ist. Ah, ich war bis gerade eben beim Schlussverkauf in der Boutique. Aber bei der Schnäppchenjagd muss ich die Zeit aus den Augen verloren haben. Ich mir versah, musste ich zur Kasse gehen, weil sie Feierabend machen wollten. Alter. Wenn die Tüten und Pakete eintreffen, könnte ich eine helfende Hand beim Ausräumen gut gebrauchen. Wärst du so nett? Aber sicher, Modi, aber sicher. Wenn ich Mauzi um Hilfe bitte, zerkratzt es ja doch nur wieder alles. Mein Tauros ist da besser. Naja, Kinder sollen möglichst viel Zeit an der frischen Luft verbringen, also tob dich hier ruhig noch ein Weilchen aus. Heißt so viel wie nett, dass du helfen willst, aber brauchst du nicht. Brauchst du nicht. Oder vielleicht sind wir nach Hause noch? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall. Taurus! Du, Jutsu des Geistes! Und wir haben gleich einen Helm auf.
Wir haben den Helmet-Modus gleich. Ey, Freundchen. Aber Lola, es ist braucht, dass Kinder auf Inselwanderschaften gehen, sobald sie 11 sind. Oh, wir sind 11! Wir sind älter wie Ash! Woo! Nice. Oh mein Gott, Leute. Das macht so Spaß, zu spielen. Das wird auch höchstwahrscheinlich der letzte Part sein. Also es wird höchstwahrscheinlich kein anderer Part mehr geben. Vielleicht werde ich noch andere Parts machen, falls wirklich krasse Sachen passieren sollen in 5 Tagen oder sowas. Das könnt ihr mir gerne in die Kommentare posten. Du warst hier vorhin nicht, oder? Mein Gefühl sagt mir, dass du großes Talent als Trainer hast. Wenn du alle 3 Trainer auf dieser Route besiegst, darfst du gegen mich kämpfen. Oh. Das heißt, wir können auch hier kämpfen. Aber wir wollen erstmal hier lang. Boom! Meister, es geht. Hallo, hast du Lust, an der Fangherausforderung teilzunehmen? Wo du dir ein Pokémon nach dem anderen schnappen kannst? Woran bitte? Nanu, weißt du am Ende gar nichts, was es mit der Fangforderung auf sich hat? Bei der Fangherausforderung kommt es darauf an, mit einer begrenzten Zahl an Pokémon möglichst viele Pokémon zu fangen. Pokémon, die du gefangen hast, kannst du deinem Team hinzufügen. Wechsel dein Pokémon mit Verstand, um möglichst viele Exemplare zu fangen. Für die Dauer der Fangherausforderung darfst du diesen Bereich übrigens nicht verlassen. Die gefangene Pokémon musst du außerdem nach der Herausforderung wieder freilassen. Oh, schade. Wenn dir die Pokébälle ausgehen oder du keine Lust mehr hast, dann sprich mich einfach hier an. In dem Sinne, möchtest du einen Fangversuch? Ja klar, warum machen wir keinen Fangversuch? Ich glaube, der Fangversuch ist geiler als Trainer-Battles. Falls ihr die Trainer-Battles noch haben wollt, Guys, in einem anderen Video, wo ich dann jeweils die anderen Tage vorstelle, dann mache ich das natürlich auch. Keine Sorge. Aber erstmal, keine Ahnung, wir gucken uns erstmal das jetzt so an hier. Man kann, wie es aussieht, doch mehr machen in der Demo als gedacht. Dann wollen wir mal sehen, was für eine Figur du bei der Fangausforderung ausgibst. Genau, als Pokémon-Trainer kannst du wilde Pokémon fangen. Ich werde jetzt mal zeigen, wie man das anstellt, also passt gut auf. Ein Pokémon-Fang-Tutorial, euer Ernst. Warum? Ein Pack-Pack. Pack-Pack-Pack-Pack. Pack-Pack ist cool. Okay, gegen Wuffels. Level 36, ey. Boah, tschüss. Hat auch nicht so geile Attacken gerade. Dafür, dass es Typ Stein ist. Aber egal, vielleicht ist alles so. Das ist alles so inszeniert worden, Leute. Das gehört so. Das gehört so. Wir sagen jetzt einfach, das gehört so auch. Wir schmeißen einen Ball auf Beutel. Denn da gibt's Bälle. Der Typ, der hat's schon drauf, ne? Ja, da steht auch so, ne? Ha, guck genau zu, welche Pokémon werfen. Ohne meine Hände. Ach, er fliegt doch. Da haben die doch gerne gedacht, so, ne? An die Animation. Ich dachte, der fliegt jetzt einfach so. Oh, hallo, Heurika. Aber nein, er wird auch geworfen. Und bam, wurde Pack-Pack gefangen. Vielleicht gibt es ja auch neue Pokémon, die es vorher noch nicht gab. Mal gucken. Das wäre ja ganz interessant eigentlich, ne? Wenn ich hier so ein Pokémon geben sollte. Mal gucken. Es kommt zwar vor, dass wilde Pokémon Menschen aus weiterem Himmel angreifen. Doch. Hast du erstmal eins gefangen? Wird es sicher als starker Weggefährte entpuppen. Also gut, dann wünsche ich dir viel Spaß bei der Fangausforderung und drücke dir die Daumen. Danke dir, Alter. Danke dir. Dann wollen wir doch mal sehen, wie viele Pokémon die ins Netz gehen. Auf die Plätze, fertig, los! Guck erstmal, wie groß das hier ist. Wow. Wow! 2 Wiesen! Alter! Hätte ich ein bisschen mehr machen können? Wuffels! Nice! Schau mal, wir kriegen jetzt hier ein Shiny und das muss danach freigelassen werden. Das wäre echt zäh, aber ich glaube, das haben die nicht so einprogrammiert. Wir schwächen das Ding erstmal mit sehr effektiv, nicht sehr effektiv. Ich glaube, wir machen erstmal Nachtzieher, das soll das easy tanken eigentlich. Da wäre das eine gute Defense, weil es ein Stein ist. So viel zu dem Thema. So viel zu dem Thema easy tanken, Leute! Aber ich glaube, hier gibt es nicht so geile Pokémon, kann das sein? So ganz normale Standardviecher, denke ich mal. Nehmen wir doch nur. Pikachu! Geil! Mit dem Herzen am Schwanz da hinten. Habt ihr es gesehen? Auch strange. So, jetzt können wir mal. Wir machen mal ein Aero-Arts. Das ist nicht sehr effektiv. Das ist nicht Stab. Mager Hälfte vielleicht. Nicht mal. Okay, nicht mal Hälfte. Und wir kriegen die Statik. Geil! Und die Animation sah cool aus. Pss, 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 pss. Electroball. Nice. Okay, wir machen noch einmal Aeroas. Outspeed wird er uns jetzt durch die Paralyse. Und durch den Ruckzuck gibt natürlich auch noch. Kriegen keine Full-Para. Wir können angreifen. Bam. Gut, wir kriegen keinen Crit. Und seht ihr das? Das glitzert da die ganze Zeit auch so paralysemäßig. Das finde ich cool. Cool gemacht. So, schmeiß ein Pokéball. Wupp.
One. Two. Three. Kannst du mich verarschen? Komm, noch ein Ball. Nein, wir werfen noch einen Ball, Alter. 15 Bälle haben wir. 15 Bälle hat man. Das ist echt krass viel. Frag mich, ob die wirklich nur irgendwelche Pokémon sind, die man nicht kennt. Falls ich die Pokémon nicht finden sollte, Leute, dann schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare, weil... Der Sound, der klingt zumindest nach Trompete. So. Aber hat auch was. Hat auch was, der Sound. So. Was sagt er jetzt mir? Wow, vielversprechender Anfang, weiter so. Wow, der kommt mir rüber wie so ein richtiger Idiot. So. Wie so ein Hodor von Game of Thrones. Hodor! Hodor! Richtig kaputter Kerl. So, was haben wir jetzt? Noch ein Pack. Also bisher ist noch nichts Cooles hier irgendwie uns ins Netz gegangen. Kann das sein? Ich geh mal auf Flucht. Level 33 ist Pikachu gewesen. Tschüss. War doch schon ganz ordentlich das Level, wa? Vielleicht sind da oben auch andere Pokémon. Ich sollte vielleicht mal hier oben hingehen. Schauen wir mal. Komm, irgendwas Neues, Cooles? Ich wusste ganz genau, dass dieses Pokémon kommt. Ich wusste es einfach. Donald Trump, ey. Donald Trump. Ist auch ein cooles Pokémon, hat was. Wir sind im Kampf vor Donald Trump. Wählt ihn niemals. Könnt ihr auch nicht. Ihr wohnt nicht in den Staaten. Ich auch nicht. Ich kann ihn auch nicht wählen. Ich glaube immer, wenn die Animation kommt, neues Pokémon, oder kommt dann immer das Donald Trump-Ding? Nee, es kommt dann immer was anderes. Okay. Dann habe ich mich geirrt. Ich habe gedacht, das Bunte sorgt dafür so, oh, es kommt was richtig Spannendes, Geiles, Zero. Aber nee, es kommt immer dasselbe. Ah, kein Ding. Passt schon alles. Gut, würde ich sagen, gucken wir noch hier ein Pokémon raus und guck mal, ob das was anderes sein sollte als die Pokémon, die wir schon gesehen haben, die drei Stück, weil ich glaube, mehr wird es auch nicht großartig geben hier. Ja, denke ich mal, weil... Warum sollten wir jetzt hier alles rausspoilern, ne? Ist einfach so. Gut, Guys, dann würde ich sagen, war's das von der Demo soweit. Ja, was sagt ihr? Oder, ne, komm. Ich kann natürlich noch ein paar machen, wo ich mit Leuten rede und sowas, aber ich denke mal, dass das uninteressant ist. Oder wollt ihr doch noch so ein Part haben? Da werde ich ihn morgen höchstwahrscheinlich hochladen. Wie ihr lustig seid. Oder sagt ihr, ne, Zero, warte damit erstmal ab. Mach lieber, Wuffels! Süß! Gibt's ja auch. Hatten wir das denn gerade schon gehabt? Ja, das haben wir auch schon. Okay, dann gibt's hier doch vier Pokémon. Mach lieber, dass du das mit den zeitversetzten Events machst, dass du dich damit ein bisschen auseinandersetzt und ja, dann kannst du das so ungefähr so ein bisschen machen. Weißt du, ihr glaubt, ihr wisst, wie ich das meine. Okay, Guys, dann wünsche ich euch noch einen traumhaften Tag. Trainer-Battles, wie gesagt, und Pokémon bla bla, wird's alles dann sonst noch geben im Part, falls ihr ihn haben wollt. Wenn ja, dann drückt auf jeden Fall den Daumen nach oben, zeigt mir die Unterstützung nochmal hier im letzten Demo-Part. Der irre nice, Guys, und ja, ich würde sagen, ich beende jetzt den Part mit dem, wo ich auch das Part Nummer Uno von Pokémon Sonne und Mond anfangen werde. Und zwar mit Alola, Guys. Da stand in den Kommentaren. Ich fand das cool. Bis dann und ciao.